Hallo und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Rise of the Tomb Raider. Yeah! So, wir befinden uns immer noch im Gletscher. Wir können uns jetzt gerade noch ein bisschen hier wärmen. Ich habe der Lara mal eine neue Rüstung verpasst, was die Gesundheit nach dem Kampf wiederherstellt. War das korrekt? Ich hoffe, ja. Ja, genau. Jetzt müssen wir erstmal hier durch. Und schauen wir mal, was noch auf uns wartet. Liegt da hinten noch irgendetwas? Natürlich liegt hier hinten noch irgendetwas. Kalt. Okay. Was ist hier? Hier ist nichts. Nein. Ja, ich bin halt der kleine Lara-Sammler. Ich versuche alles bei Tomb Raider zu bekommen, was geht. Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie... Ah, es gibt wieder Gräber. Nicht... das wird ein Spaß. Bitte nicht wieder so ein komisches Windgrab wie in der letzten, im letzten Spiel. Eine byzantinische Kriegsgalera. Wie kommt denn da rein? Zum Teufel kommt die hier runter. Wow. Episch. Da wollen wir nicht runter. Ist das Grab? Oh, das ist dann das. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Wir wollen das Grab mal machen. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. Eisschiff. Optionales Herausforderungsgrab. Da oben muss irgendwas sein. Was haben wir denn hier? Okay, wir müssen erstmal hier rüber. Ich glaube, das schaffe ich. Wahrscheinlich. Huhuhu. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Maria Adula. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Hm. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Ich denke mal, das Nickerchen war dann tödlich. Jetzt nickerst du auf ewig. Hier ist noch was. Kommen wir da rüber. So und so und dann da hoch. Was können wir denn hier mitmachen? Ach was. Ich höre schon, das ist auf Zeit, ne? Nicht? Hoffentlich nicht. Wo muss ich dann hin? Wo muss ich denn hin? Moment, ich muss mich immer kurz... Ich muss doch bestimmt... Ich muss das Eis aufbrechen.
Ja, wahrscheinlich muss ich das hier irgendwo dagegen schleudern. Und ich muss wahrscheinlich... Kann ich hier dran springen? Moment. So. Das Eis sieht echt spektakulär aus. Oh, tschüss. Oh nein, oh nein. Und ja, für mich geht's ab. Da hat sie nicht ganz festgehalten. Wo hat sie denn gespeichert? Oh, okay. Okay. Du sollst dich doch festhalten, Lara. Das haben wir doch gelernt. Aber jetzt. Ja. Ja, geschafft. Das war Nummer 1. Was ist denn mit dem? Oh. Achso, der ist jetzt auch offen. Gut, dann klettern wir mal hier hoch. Müssen wir auch noch dran. Der Klumpen. Oh, oh Mann! Lara! Ich muss den Klumpen auf jeden Fall auch. Ach so. Das hat sich dann geöffnet. Ah, okay, 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 okay. Hä? Warum geht er nach unten? Was tut es? Ah, es ist auf Zeit. Ich wusste doch. Ich wusste es doch, dass es auf Zeit geht. Okay. Weil ich da dran springen muss, natürlich. Okay, Lara, hopp. Na, ah, noch geschafft. Sehr gut. Hohohoho. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Okay, das war ein süßes kleines Rätsel. Für den Anfang. Ja. Das Licht. Cool. Sehr spektakulär. Sieh dir das an. Und ganz viel Geld. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Warum nur, ja. Was gibt es denn hier? Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Ah. Neue Fähigkeiten gemeistert, alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Pfeils schnell 2 drücken und loslassen. Cool. Grab abgeschlossen. Auch, dass die Gräber jetzt irgendwie, ja, irgendwie anders integriert sind, auch in das Kartendesign. Nicht wieder immer, nicht wie im letzten Teil, so durch die Höhle laufen und dann kommen wir zum Grab, sondern das Grab war jetzt irgendwie schön integriert. Gefällt mir. Wo geht's hier lang? Ja, hier ist noch was.
Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Oh ja. Dann schauen wir mal. Jesus? Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Na gut. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Dann geht's da für uns weiter. Wo würde es hier lang gehen? Ach so, das ist dann der Weg. Okay, das ist dann der Weg, oder? Ja. Und weiter geht's. Wow. Oh, ich sehe schon. Da gibt es einiges zu klettern. Ich vermisse ein bisschen diese Geheimnisse zum Abschießen. Oder irgendwas anderes in der Form. In den Gebieten auch mal vorkommen. Und Wasser. Blub. Immerhin schönes, klares, sauberes Wasser. Nein, nicht festhängen. Nicht festhängen. Du schaffst es, Lara. Ich meine, immer das sind so Geheimnisse, aber nee. Ja, hier ist natürlich wieder was. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Hm. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag. Dann habe ich ihn. Okay, aber wer singt denn da so mit einem so fröhlichen Ton? Okay, ich kann jetzt Russisch. Habe ich irgendwas übersehen? Nein. Juhu, endlich wieder nach draußen. Oh, Sowjetanlage. Ah, von der Seite kommen wir jetzt, natürlich. Und da ist auch wieder ein Lager, aber hier ist irgendetwas. Mein Controller vibriert. Irgendwo. Oh, ich kann mich natürlich auch irren. Da glitzert auch nichts, ne? Wird auch nichts angezeigt. Na gut. Vielleicht vibriert er auch nur wegen dem Lager. Oh. Ist das das Mädel? Ja. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Schöne Augen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Oh. Was passiert denn da unten? Wer?
Ja, erstmal wieder zum Lager gehen. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Okay, also wir können erstmal nichts upgraden. Haben ja alles schon gemacht. Regionsübersicht. Oh, okay, hier ist einiges zu suchen. Moment, wie groß ist das Gebiet? Oh, wow. Nee, schlecht. Oh, Moment, ich wollte mal gucken. Was ist denn hier mit dem Gebiet? Was habe ich denn hier? Ah, ein Relikt habe ich nicht gefunden. Okay, ein Dokument habe ich nicht gefunden. Schade. Oh, hier habe ich nur zwei Relikte nicht gefunden. Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Ja, werde ich auf jeden Fall dann nochmal finden nach dem Spiel. Hier war nichts. Na gut. Oh, hier ist aber was. Da glitzert es doch. Okay, dann mache ich aber hier mal einen Cut, bevor es für uns darunter geht. Und was die Trinity-Leute da unten andauernd zum Explodieren bringen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Rise of the Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.